Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme und zwar mit dem Kreativecke North Germany für 1.999 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das wurde mir wie immer in den Videovorschlägen vorgeschlagen. Von Philipp in dem Fall hat auch 4 Daumen nach oben bekommen. Das heißt, das Interesse ist wohl da. Von daher schauen wir uns den jetzt mal an. Eine Sache vorweg, Kreativecke hatte darüber auch noch ein Video gemacht und hatte da auch ein Sonderangebot. Der hat mal 1.799 gekostet, dann für eine begrenzte Stückzahl 1.899 und die Stückzahl ist auch schon wieder weg. Jetzt ist er für 2.000 drin. Wir schauen uns den natürlich trotzdem an, ob der Preis sich da noch lohnt. Starten wir mit dem Prozessor. Das ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Wie immer könnt ihr den natürlich auch mit 6000 oder 6400 betreiben. In dem Fall ist sogar 6000er RAM drin, das schauen wir uns aber gleich noch an. Wie ihr hier auch noch sehen könnt, hat der 96 MB Level 3 Cache. Das macht die Ryzen Prozessoren so besonders. Gerade im Gaming habt ihr damit eine super Performance. Der ist natürlich auch zum Stream geeignet, zum Rendern, könnt ihr alles damit machen. Wenn ihr eine reine Rechenmaschine braucht mit vielen Kernen, dann nehmt ihr einen anderen. Aber fürs Gaming ist das ein Top-Prozessor. Ist auch aus der aktuellsten Serie von AMD, die 7000er Serie. Wir haben ja ganz oft noch Systeme, zum Beispiel mit dem 5800X3D, aber der hier ist halt schon neuer. Und der kostet 408 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Enderfine Navis F240. Die habe ich selber auch schon getestet, ist jetzt nichts Besonderes. Ist eine 240er Wasserkühlung, reicht für diesen Prozessor sowieso aus, weil die sehr effizient sind. Selbst wenn er diese 120 Watt TDP peakt, kriegt die Wasserkühlung das locker weg. Da habt ihr jetzt natürlich keine Schickimicki-Beleuchtung, was es allgemein bei diesem System nicht vorhanden ist. Nur die Grafikkarte leuchtet in dem Fall, aber die reicht völlig aus. Und die kostet 84,46 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B650 Gaming XAX DDR5. Das Board hat den B650 Chipsatz, wie der Name schon sagt. Ihr braucht auch eigentlich keinen höheren. Die Prozessoren kommen alle damit super klar. Wir haben schon den neuen AM5-Sockel, klar, wegen der 7000er Serie. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier unten noch 2 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Ist gut, dass dieser Platz hier unten dafür genutzt wird, dass SSDs verbaut werden, weil sonst die Grafikkarte eben die Slots überdeckt. Und hier unten habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für Capture-Karten oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1, USB Typ C ist auch mit dabei, dreimal USB 2.0, hier den WLAN- und Bluetooth-Antennenanschluss, die Onboard-Grafik, theoretisch könntet ihr sie benutzen, lasst es einfach, nehmt die Grafikkarte und ein PS2-Anschluss. Das ist ein grundsolides Board. Das ist jetzt nichts Tolles, High-End-mäßiges, aber auch nicht der billigste Schrott. Das passt soweit schon gut rein. Und das kostet 199,90 € bei Cyberport. Die Grafikkarte ist eine 12 GB NVIDIA RTX 4070 Ti, beliebiger Hersteller. Jetzt haben wir hier wieder die freie Wahl. Ich habe wieder die günstigste genommen. Das ist in dem Fall die GameWatch GeForce RTX 4070 Ti Penta. Die hatte ich ja auch selber mal im Test, also nicht genau dieses Modell, aber die 4070 Ti, wir haben sie auch hier im Haushalt, ist eine super Grafikkarte für WQAD, für 4K auch. Da müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen, weil dann irgendwann diese 12 GB Grafikspeicher einfach begrenzen. Ich persönlich wäre bei dem System vielleicht mit einer 7900 XT gegangen. Die kostet preislich ungefähr das gleiche, aber das muss jeder für sich entscheiden. Einige wollen DLSS 3.0 nutzen oder Raytracing im vollen Umfang und da ist die 4070 Ti eine gute Wahl. Ist halt nur mal als Idee gedacht für euch. Vielleicht packt ihr auch eine AMD-Grafikkarte rein, das müsst ihr aber selber entscheiden. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 799 Euro bei Alternate. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x16 GB, Dual-Channel, DDR5, 6000 MHz, G-Skill, Flare X5. 32 GB in der Preisklasse, völlig in Ordnung. DDR5, 6000 MTS ist auch geil, ist nice to have. Die hätten natürlich auch auf 5200 oder 5600 gehen können. Hier haben sie 6000er genommen. Natürlich gibt es noch schnelleren. Wir haben jetzt hier CL32, aber der ist nicht schlecht, der RAM, und in der Preisklasse auch angemessen. Eine Besonderheit noch, der hat AMD Expo, also solltet ihr ein Intel-System bauen wollen und wollt dann diesen RAM nehmen, nehmt lieber einen anderen. Das funktioniert zwar, aber man kann nicht einfach XMP oder so aktivieren oder Expo auf einem Intel-System, dass es dann funktioniert. Es gibt RAM-Riegel, die unterstützen auch beides, klar, aber diesen RAM eher für AMD nehmen. Und der kostet 101,85 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 2 TB Western Digital Black SSD
SN770 und endlich haben wir bei einem 2000 € System 2 TB Speicher und der ist auch noch einigermaßen schnell mit 5150 MB die Sekunde im Lesen und 4850 MB die Sekunde Schreiben. Ist auch noch TLC-Speicher von Kioxia, kann ich überhaupt nicht meckern, passt soweit. Und die kostet 97 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt MSI Mac A850 GL 80 Plus Gold ATX 3.0 Netzteil. 850 Watt für das System völlig ausreichend, wir haben auch noch 7 Jahre Herstellergarantie, 80 Plus Gold Zertifizierung und Vollmodularität. Das bedeutet, die Kabel, die nicht benötigt werden, kommen in einem Extrakarton und fliegen dann nicht blöd im Gehäuse rum. Wir haben auch hier schon das neue Stromkabel mit dabei, also diesen 12 Volt High Power Anschluss für die 4070 Ti eben und von daher das Netzteil ist mehr als geeignet. Und das kostet 128,97 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Fractal Design North Charcoal Black TG Dark Glasfenster. Das bringt schon 240 mm Lüfter in der Front mit und dann habt ihr eben die Wasserkühlung oben montiert, das heißt, ihr habt einen gewissen Airflow da drin. Mir hätte es noch ganz gut gefallen, wenn im Heck auch noch irgendwie ein Lüfter drin wäre, ist jetzt hier nicht der Fall. Der ist zwar optional, den könnt ihr noch zusätzlich reinschrauben, wäre der Airflow vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Ja, optisch gesehen, mir gefällt's. Da scheiden sich aber die Geister, das ist Wahnsinn. Also viele sagen, bah, ist das hässlich mit dieser Holzoptik und andere sagen wieder, ja, ist voll geil. Und ich bin einer von den Typen, die sagen, ja, ist voll geil. Also Airflow-technisch, wie gesagt, super Gehäuse, qualitativ ist es wohl auch in Ordnung. Ich habe noch nichts Schlechtes drüber gehört, das passt schon soweit. Ihr könnt es ja umkonfigurieren, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Aber ich finde, für die Leute, die sowas, sage ich mal, im Wohnzimmer stehen haben, allgemein so dunkle Holzoptik, da passt es ganz gut rein. Und das kostet 121,88 € bei BEA Computer in Österreich, beziehungsweise 122,85 € bei Mindfactory in Deutschland. Betriebssystem ist wie immer nicht mit dabei, ich habe aber ein Video auf meinem Kanal, wie ihr Windows mit dem USB-Stick einfach installiert. Den Key holt ihr dann bei meinem Partner oder sonst wo, ist völlig wurscht. Dann könnt ihr euch das schön installieren. Bei Dubaro finde ich das immer noch ein bisschen teuer mit dem Vorinstallieren alleine, glaube ich, 30 € ohne Key. Das könnt ihr euch sparen. So ein USB-Stick kostet 5 €, dann macht ihr eben das, was im Video gesagt wird und installiert es selber. Dazu haben wir noch 2 Jahre Garantie, Retourenschein und Reklamationsfall. Das bedeutet für euch, ihr müsst das Ding zur Post bringen oder dem Postboten in die Hand drücken, wenn er bei euch vor der Tür steht zufällig. Weil ihr kriegt halt kein Pickup und Return bei Dubaro. Das ist aber immer so. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1941,06 €. Das System soll kosten 1999 €. Seid ihr jetzt so bei bummelig knapp 60 € fürs Zusammenbauen mit Garantie und so weiter. Versand kommt noch dazu, ne, ist klar. Aber ja, kann man machen, ist ein guter Deal. Und gerade dieses Sonderangebot mit 1799 auf begrenzte Stückzahl und 1899 auf begrenzte Stückzahl war sehr gut. Das haben die Leute auch gesehen, deswegen ist es halt weg. Von der Konfiguration her, ich wäre vielleicht eher auf eine 7900 XT gegangen, aber das muss jeder selber wissen. Die 4070 Ti ist auch eine super Karte. Ist so eine persönliche Präferenz. Müsst ihr aber selber wissen, könnt ihr sogar umkonfigurieren. Hier haben wir nämlich auch die 7900 XT beliebiger Hersteller, in dem Fall auch, würde 14,90 € mehr kosten. Ihr hättet aber 20 GB Speicher und nicht 12. Das ist halt so ein Punkt, ne? Wenn man jetzt 4K spielt in hohen Texturen und Auflösungen, ist immer so ein Thema. Aber wie gesagt, ist ein super System. Wenn ihr für 2000 € gerade ein System sucht, nehmt das ruhig. Ihr habt 2 TB SSD-Speicher, sonst hätte ich da auch noch gemeckert mit 1 TB oder so. Aber nein, ist top. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.